Jedes fünfte Kind in Deutschland erkrankt an Neurodermitis. Im letzten Jahrzehnt hat die Verbreitung epidemische Ausmaße angenommen. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung in den Industrieländern ist davon betroffen. Doch die Ursachen sind noch weitgehend unerforscht. Professor Yang Li will das ändern. Die Medizinerin untersucht die erblichen Auslöser allergischer Erkrankungen bei Kindern, insbesondere von Neurodermitis und Lebensmittelallergien. Das Risiko, eine allergische Erkrankung zu entwickeln, wird im Wesentlichen durch unsere Gene bestimmt. Und das Ziel meiner Arbeitsgruppe ist es, herauszufinden, welche Gene dieses Krankheitsrisiko ausmachen, welche Varianten in den Genen daran ursächlich beteiligt sind, um dadurch dann besser zu verstehen, wie Allergien entstehen und wie man sie besser behandeln kann. Mithilfe molekularbiologischer Methoden will Lees Team Gene identifizieren, die das Risiko für Neurodermitis und andere allergische Erkrankungen erhöhen. Dazu extrahieren sie aus dem Blut von Patienten die DNS und vergleichen sie mit Proben gesunder Menschen. So hat Yang Li gemeinsam mit Kollegen ein Gen gefunden, das, wenn es mutiert ist, die Wahrscheinlichkeit erhöht, an Neurodermitis zu erkranken. Dieses Gen enthält den Bauplan für ein neu entdecktes Protein namens Kollagen 29. Bei gesunden Menschen ist dieses Kollagen in der äußersten Hautschicht der Epidermis aktiv. Neurodermitis-Patienten fehlt es jedoch. Unser Ziel ist es, die genetischen Ursachen, die wir in unserer Forschungsarbeit identifizieren, zu nutzen für die Prävention von allergischen Erkrankungen bei Kindern. Denn Kinder werden ja im Allgemeinen gesund geboren, die haben keine Allergien, sondern entwickeln diese erst im späteren Leben. Und genetische Studien zeigen auch, dass zum Beispiel viele Gene, die in unserer Immunabwehr eine wichtige Rolle spielen, dabei verändert sind. Und es wäre durchaus denkbar, dass wir diese Informationen dazu nutzen, eben auch dieses Abwehrsystem zu modulieren und so zu beeinflussen, dass Allergien gar nicht erst entstehen. Denkbar wäre zum Beispiel für die Zukunft auch eine Impfung zur Prävention von allergischen Erkrankungen. Durch die enge Kooperation von MDC und Charité kann Yang Li ihre Forschung mit der klinischen Arbeit verbinden. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse kommen ihren Patienten direkt zugute. So besteht Hoffnung, dass sie das Leiden der Kinder mit allergischen Erkrankungen in Zukunft lindern kann.